Einen schönen späten guten Abend Ihnen allen. Willkommen zu unserer Pressekonferenz nach dem Bundesligaspiel zwischen Borussia Dortmund und Ingolstadt. Ich begrüße beide Trainer, Mike Walpurgis und Thomas Tuchel, und bitte unseren Gästetrainer um seinen Kommentar zum Spiel. Ja, guten Abend zusammen. Als erstes natürlich mal Glückwunsch an Thomas und an seine Mannschaft zum Sieg und natürlich auch zu der grandiosen Serie, die Thomas mit seiner Mannschaft hingelegt hat, seit 2 Jahren ungeschlagen zu Hause. Ich glaube, das ist eine außergewöhnliche Serie. Die wollten wir natürlich heute durchbrechen. Die Mannschaft hat das sehr, sehr gut gemacht. Sie hat unseren Plan sehr gut verfolgt. Wir wollten mutig sein, wir wollten Borussia Dortmund früh stören und immer wieder natürlich auch über Pressing-Auslöser in Ballgewinne kommen und dann schnell nach vorne spielen. Wir haben das, denke ich, sehr gut gemacht. Mit dem Spiel können wir natürlich sehr zufrieden sein, unserer Mannschaft, nur leider nicht mit dem Ergebnis. Und das macht es natürlich für uns dann umso bitterer, dass wir hier ein sehr gutes Auswärtsspiel machen und leider dann ohne etwas Zählbares nach Hause fahren. Vielen Dank. Danke, Mike Walpurgis. Thomas, deine Meinung zum Spiel, bitte. Ja, Glückwunsch an Ingolstadt zu dieser Leistung. Finde ich auch, dass sie ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht haben. Das war, dass wir natürlich das Ergebnis haben, ist großartig und fühlt sich super an einem Ende von so intensiven Wochen. Dass wir offensichtlich auch nicht unser bestes Spiel gemacht haben, auch klar, dass uns auch die mentale Frische gefehlt hat, dass uns Handlungsschnelligkeit, Passsicherheit, Passgenauigkeit gefehlt hat, um dann heute dominanter zu spielen und um das Spiel auch erstmal in die gegnerische Hälfte zu bekommen, um dort dann Lösungen zu finden. Da haben wir uns wahnsinnig schwer getan, hatten viele einfache Ballverluste. Und dann geht die ganze Rennerei los gegen die superschnellen Spitzen und gegen das schnelle Spiel. Und dann ging so nach und nach die Sicherheit flöten. Und plötzlich sah es so aus, wie es aussah. Das war nichts Schlimmes, wenn du am Ende, vor allem wenn du am Ende gewinnst, und dann zu null gewinnst. Morgen früh wird sich dieser Sieg großartig anfühlen. Am Freitagabend vorlegst und wir in der Situation sind, in der wir jetzt gerade uns befinden und auch in der Liga punkten wollen, ist das am Ende Gold wert. Und ist auch nicht immer einfach, so das alles abzuschütteln im 3-Tages-Rhythmus, den wir jetzt gespielt haben. Wir haben K.O.-Spiel gegen Lissabon für die vielen jungen Spieler und die dann auch gehypt werden. Und da stecken natürlich körperliche Anstrengungen drin. Das ist aber auch eine mentale Belastung. Es muss alles irgendwie verarbeitet werden. Bevor du da irgendwie das aus den Kleidern hast, stehst du schon wieder in Berlin. Bevor du das aus den Kleidern hast, stehst du wieder in Lotte. Das nächste Pokalspiel, K.O.-Spiel, dann ist das wahnsinnig intensiv. Kannst dich ja gar nicht mehr, wann soll das alles verarbeitet werden? Und dann ist zu guter Letzt dann heute noch eine Auslosung. Ja, dann quatschen erstmal um 12 Uhr alle um die Champions League und du denkst, ja, schön, wenn wir noch ein Bundesligaspiel auch noch zu spielen heute. Ja, dann sieht es halt vielleicht auch manchmal so aus, wie es ausschaut. So überhaupt nicht schlimm, heute haben wir einfach gewonnen, weil wir gewonnen haben. Und deshalb bin ich hier Trainer geworden für genau dieses Gefühl, dass du einfach eine Mannschaft hast, die es dann trotzdem gewinnt. Das ist manchmal herrlich, heute ist so. Danke dir, Thomas. Bevor wir zur Fragerunde kommen, möchte ich einen unter Ihnen beglückwünschen, und zwar Herrn Stiepermann von der Firma Sportcast. Er hat das Tippspiel gewonnen, hat das richtige Ergebnis und gewinnt die Aral Supercard in der BVB-Edition. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt sind Sie an der Reihe. Ich bitte um Ihre Fragen an beide Trainer. Lukas Rott von Sport1, bitte. Herr Walpurgis, es gab wieder eine enge Situation, wo es keinen Elfmeter für Sie gab. Wie sehr ärgert Sie das? Und haben Sie das Gefühl, dass Sie ja gerade so ein bisschen in die zweite Liga gepfiffen werden von den Schiedsrichtern? Also ich habe mir natürlich vorgenommen, diese Dinge auch nicht mehr großartig zu kommentieren. Ich denke, die Situation war relativ klar und das sollen andere bewerten. Im Fußball heißt es immer, am Ende gleicht sich alles aus. Wenn sich alles ausgleicht, dann haben wir sicherlich noch 9 grandiose Spiele vor uns. Gibt es weitere Fragen? Bitte schön, der Herr in der 4. Reihe.
Herr Tuchel, kurze, knappe Frage. Warum stand Marc Bartl heute nicht in der Startelf? Weil er bis heute Morgen über Probleme im Adduktorenbereich geklagt hat und die erst heute nach dem Abschlusstraining mit nochmal einer intensiven Behandlung weggegangen sind. Und seine letzte Meinung dazu war, er könnte es probieren aufzuwärmen, er wollte unbedingt spielen. Aber ja, der Blick in seine Spielminuten hat gezeigt, dass er 7 Spiele in Folge durchgespielt hat. Sie wissen selber, dass er auch in seiner Spielhistorie in den letzten Jahren nie 7 Spiele durchgespielt hat und gar nicht alle 3 Tage. Und spielt er hier noch in Deutschland, im ganzen Umschalten und den ganzen schnellen Mannschaften und all den Mannschaften, die denen egal ist, auf welchem Tabellenplatz sie stehen, weil sie einfach versuchen, hier unsere Serie kaputt zu machen, uns zu schlagen. Und deshalb war das Risiko heute zu hoch, dass wir an den Adduktoren eine Verletzung riskieren und er dann eventuell im April ausfällt. Sie kennen vielleicht das Programm, das im April auf uns wartet, und das Risiko konnten wir heute nicht eingehen. Ich schaue noch einmal in die Runde. Ich sehe im Moment keine weiteren Fragen. Da geht doch eine Hand hoch, der Herr in der 4. Reihe, bitte. Herr Tuchel, jetzt kommt die Landesspielpause. Das nächste Spiel hier in Dortmund ist Deutschland gegen England. Natürlich, man weiß viel über viel Geld und Talente, das es in Premier League gibt. Aber wir in England hatten viele Probleme auf die internationale Etage im letzten paar Jahren. Nur 3 K.O.-Siege in die letzten 27 Jahre in internationalen Turnieren. Also warum eigentlich für Sie ist das so? Boah, das ist aber eine schwierige Frage. Ich versuche mal irgendwie alles zusammenzubekommen. Ich glaube, dass eine große Rolle spielt, Sie sprechen ja von den Turnieren, wieso Sie da die K.O.-Spiele früh auch verlieren und so England vielleicht hinter den Erwartungen bleibt. Ich glaube, eine große Rolle spielt die Strapazen, die Premier League für die Spieler bereithält. Ich glaube, dass vor allem ihre Nationalspieler in England wahnsinnig viele Spiele machen, 2 Pokalwettbewerbe, teilweise mit Hin- und Rückspiel, 2 Mannschaften mehr in der Liga und dafür den Preis zahlen, international in der Champions League, aber auch natürlich dann am Ende dieser Jahre bei den Nationalmannschaften mit angeschlagenen Spielern oder mit Spielern, deren Akku wirklich leer ist. Ich finde die englische Nationalmannschaft aktuell eine der talentiertesten, eine der aufregendsten Nationalmannschaften vom Potenzial, von der Altersstruktur und vom Talent. Und könnte mir vorstellen, dass das auch bald ein Ende hat mit der K.O.-Serie, dass sie auf jeden Fall bei der nächsten WM und EM in der Lage sind, um den Titel zu spielen. Und ich dachte schon, du gibst jetzt richtige Tipps noch für die Kollegen aus England. Gibt es noch Fragen zum Bundesligaspiel vom heutigen Tag? Dann bitte gern. Scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann bedanken wir uns bei Ihnen, bei unseren Gästen, wünschen eine gute Nachhausefahrt und einen schönen Abend. Bis dann. Tschüss.